Interesse, da mir was anzugucken, Honey. Da haben die ja von der Assassin's Creed dann jetzt auch, oder? Unterspringen. Alter, schrei nicht so. Hab dich mal nicht so, ey. Oh, tauchen. Abtauchen. Phoenix spürte Ligurons Klinge bei jedem Schritt. Ihr Gewicht erinnerte ihn an die Verantwortung, die auf ihm lastete. Du gabst dein Schwert Ligyron? Oh, Achilleus. Ich habe nie verstanden, warum du erwartet hast, Scheiße. Es würde dir sein Schwert. Nein! Oh, als Opfergabe. Okay. Als ganz gewöhnliches Opfer von jemandem, der dir tief in die Augen geblickt und gesagt hat, du wärst etwas Besonderes. Das ist alles. Ich legte eine Rose auf seinen Panzer. Ich hab da was im Auge. Erzähl weiter. Ah ja. Dass sie so erzählen nebenbei, auch ganz angenehm. Höre ich gern dabei zu. Wo wäre es er denn hier? Anders als das sterbliche Fleisch, das zu Stein erstarrt war. Granatapfel. Sproß der Granatapfel trotzig weiter und strotzte vor Leben. Oh, Poesie für etwas, das Sterbliche sich in den Mund schieben. Handeln davon nicht die besten Gedichte? Und was macht denn der, wenn ich weiter nach oben? Der will nicht weiter hochklettern. Es gibt einen Fotomodus. Okay, jetzt weiß ich, wie man ihn aktiviert. Kann ich ihn rennen? Noch nicht bisher. Gucken kann ich, kann bis jetzt noch nicht rennen, wenn es überhaupt, wenn es das in dem Spiel überhaupt gibt. So. Die Items sehen tatsächlich ein bisschen aus wie Genshin. Oder generell die Grafik sieht minimal so aus wie... Naja, sieht schon ziemlich aus wie Genshin Impact. Alle versteinert. Wer hat euch das angetan? Nun lasst diese Gefühlsduseleien und kommt zu dem Punkt, wo was passiert. Na schön. Das ist dein Ernst? Das ist schon viel besser. Hey, reparieren? Okay. Kann die Klinge kaputt gehen? Oder ist das eine Art Blocken? Warte mal. Nein, das ist kein Blocken. Der Adamantsplitter von Typhons Schergen, das Metall der Götter, wurde förmlich von Phoenix angezogen, als wollte er von ihm zu etwas Größerem geschmiedet werden. Eine Mischung aus Zelda, Assassin's Creed, Genshin, ja, noch irgendwas? Keine Ahnung. Gut. Und ich kann mich vor ihnen auch verstecken, okay. Bis jetzt gefällt mir das Kämpfen nicht so richtig. Weil das Kämpfen ist ja nur diese eine Hieb-Kombi. Ich werde ans andere Ufer schwimmen müssen. Diese eine Hieb-Kombi ist es ja bloß. Das ist ein bisschen doof, dass es nicht mehrere Kampfkombis gibt. Wasser. Darin fühle ich mich so feucht. Oh. Da oben hat irgendwas eine dunkle Aura. Oh. Nicht viel mit Caps Locken, bitte auch nicht so viel mit Emotes, ne?
Also erstmal nicht wirklich viel mit Caps Lock oder Emotes, ne? Er hat dich nur gewarnt bis jetzt. Gut. Ja, ich glaube, 3 Emojis sind schon zu viel, glaube ich. Oder 4. Also, bis ich den nächsten Stream starte und der sich vielleicht aktualisiert, erstmal nicht so allzu viel übertreiben. Hallo? Kannst du mich hören? Ich komme! Ja gut, was heißt den Bot hassen? Man Ich muss hab ihn ja nur deine richtig. Axt! Man muss ihn ja nur richtig Phoenix näherte einstellen. sich der Axt, die nach ihm zu rufen schien. Man muss ihn ja nur Sieht richtig aus wie die einstellen. Axt von Atalante. Ja. Muss eine Kopie sein. Obwohl. Doch bevor Phoenix sie erreichte, wurde die Axt von einer unheimlichen Kraft in den Abgrund gerissen. Kratos. Wer klopft da an meiner Tür? Typhon, wer ist das? Niemand? Glaubst du, dieser alte Trick funktioniert bei mir? Komm in meine Stube, sagte der Kyklop zum Seemann. Ich komme gleich. Ich muss nur noch kurz essen. Scheiße. Worauf habe ich mich hier eingelassen? Soll ich jetzt einfach runterspringen? Oh, okay. Das war dann wohl Phoenix Ende. Hä? Wahrlich eine hübsche Geschichte. Ehrlich gesagt hatte sie ein paar Längen Was? hier und da, aber mit dem Ende hast du mich gekriegt. Doch nun begleiche deine Schuld. Es wird Zeit, dass du mir gegen Typhon hilfst. Es ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Das ist auch jetzt ein Scherz. Das war ein Scherz. Hui, oh. Das ist so eine Art Minispiel im Ladenbildschirm? Oh. Was? Wo bin ich hier? Du betrittst Übergang in den Abgrund. Ah ja. Okay. Oh. Den kennen wir doch. Was war das nur für ein seltsamer Ort? Der Tartaros! Wo genau war Phoenix hier gelandet? Tartaros! Der scheußliche Abgrund, in den ich Typhon gesperrt hatte. Bei seiner Flucht muss er Risse in den Gewölben der Unterwelt verursacht haben. Du weißt es, ich weiß es. Sag's einfach. Phoenix war im ja. Ich hasse dich. Aber ist es so nicht spannender? Nein, erzähl weiter. Ja, alles klar. Okay. Ich hasse dich. Ach, komm schon. Hä? Komm ich hier hoch? Ach so, okay. Vielleicht sind das hier die kleinen Speicherpunkte hier. Was, wenn ich mal runterfalle, dass ich dann hier wieder respawne? Entweder sehr mutig oder sehr töricht von dir, Menschlein. Mal sehen, ob du meine Herausforderung meisterst oder scheiterst wie alle anderen. Wer ist da? Hallo? Ja, was ist denn daran so schwer? Ich dachte erst, das ist ein schweres Rätsel, aber... komm. Bis jetzt. Also ich bin nicht gut in Rätseln, ne? Ich bin immer so ein Dummkopf in Rätseln, aber bis jetzt alles, ja. Oh.
Tränke. Ein Ausdauertrank. Ja. Ja. So, jetzt bin ich wieder hier unten. Gibt's noch mal Hebel? Da ist ein Hebel. Hier ist ja der Hebel. Da ist ein Hebel. Noch kann ich dich nicht sehen. Aber bald. Ah, die Flügel. Sind das Flügel? Phoenix tastete sie ab und merkte, dass einige Teile fehlten. So als hätte sie jemand oder etwas auseinandergerissen. Sie scheinen von Menschenhand gemacht zu sein. Ob sie wohl funktionieren? Und wenn ja, wie? Klopft ja sogar. Irgendwie. Das ist nur ein einfacher Doppelsprung bisher. Oh, was ist denn hier? Die Axt. Die Axt von Atalante. Oh. Sie war die ja, hallo. Tödlichste Willkommen und zurück. Schnellste Jägerin. Und wurde doch von Typhon besiegt. Hatte ich sie nicht verwandelt? Du hast viele Leute in vieles verwandelt. Ich sollte weniger trinken. Yo. Du stehst immer noch. Ich spüre etwas Besonderes in dir. Na komm her. Okay, alles klar, dann... Einer meiner Blitze! Guten Appetit. Zerschmettert und von Typhon versteckt. Es ist vorbei. Phoenix ist Helios Asche. Niemand übersteht diese Blitze außer mir. Ach, wirklich? Eine Nachbildung von Zeus Blitz? Als ob... Energie durchströmte Phoenix, mehr als er ertragen konnte. Was passiert mit mir? Tschüss, Sterblicher! Und dann hörte es plötzlich wieder auf. Nein! Die Flügel haben den Blitz geerdet. Sie können Stürmen standhalten. Ist das denn möglich? Und doch ist das nur der Anfang. Oh. Wieder raus hier. Mit einer neuen Waffe. Flügeln. Und dem Blitz. Nachdem er sich in die Abgründe des Tartaros gestürzt und diese überlebt hatte, entstieg Phoenix dem Riss siegreich. Vorerst! Dieser Fremde, dem ich gefolgt bin, wo ist er hin? Mit den Flügeln könnte er über die alte Brücke fliegen und es herausfinden. Ich würde mir nicht irgendwelchen Müll umschnallen. Wer weiß, wo die vorher waren? An vielen Abenden hatte Phoenix die Geschichte des genialen Erfinders Daedalus und seine außergewöhnlichen Flügel erzählt. Vielleicht hat sie jemand kopiert, malte sich Phoenix aus. Also Müll!
Oh, vielleicht sind sie verflucht. Ubisoft Connect XP. What? Überquere die zerstörte Brücke. Jetzt habe ich Sprinten erlernt. Na, dann wollen wir mal... Ich kann auch keine Flügel mehr einsetzen. Wenn die Ausdauer weg ist. Ich dachte, ich kann wenigstens dann die Flügel einsetzen.